Heute teste ich die besten Controller-Settings der Welt. Und bevor ihr euch jetzt fragt, hä, was meint ihr mit den besten Controller-Settings der Welt? Einmal hier die Erklärung. Und zwar habe ich mir einfach mal angeschaut, welcher Controller-Spieler in der letzten Zeit in den Fortnite Cups extrem krass rasiert. Und da bin ich auf den Controller-Spieler Tini gestoßen. Falls ihr Tini nicht kennt, das ist ein slowenischer Controller-Spieler, der in der letzten Zeit wirklich extrem krass rasiert. Also in den letzten Cups performt er auf jeden Fall richtig krass. Unter anderem ist er im letzten Duo FNCS, also das, was vor ein paar Tagen war, einfach Dritter geworden. Und er hat insgesamt einfach schon über 61.000 Dollar Earnings. Und deswegen habe ich einfach mal geschaut, was für Controller-Settings er spielt und ob ich selber mit diesen Controller-Settings auch klarkomme. Hab ein bisschen rumrecherchiert, hab ein bisschen gesucht und hab am Ende auch seine Controller-Settings gefunden. Und deswegen testen wir jetzt seine Controller-Settings in Fortnite. Und ja, ich würde sagen, wir können auch direkt reinstarten. Und ihr wisst, Jungs, lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Ich glaube, ich muss das mittlerweile nicht mehr erwähnen. Macht das auf jeden Fall sehr gerne. Und falls ihr neu seid oder es noch nicht gemacht habt, natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen und um mich auch zu supporten, meine Freunde. Und seid ab sofort mal gerne auch auf Twitch am Start, denn da habe ich jetzt wieder angefangen, alle zwei Tage zu streamen. Deswegen seid ihr dabei. Twitch-Kanalname ist Rubix. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr da mal am Start seid. Und für den maximalsten Support könnt ihr den Creator-Code RubixNice natürlich auch im Itoshop eintragen, meine Freunde. Und hier habt ihr wieder die Namen von den Leuten eingeblendet, die mir ein Foto auf Instagram geschickt haben, wie sie meinen Creator-Code im Itoshop eingetragen haben. Und soll euer Name hier auch im nächsten Video stehen, das ist das einfachste der Welt. Dafür müsst ihr mir einfach nur ein Foto auf Instagram schicken, wie ihr meinen Creator-Code im Itoshop eingetragen habt. Und dann wird euer Name hier auch im nächsten Video eingeblendet. Und damit würde ich jetzt aber sagen, gehen wir auf jeden Fall rein und testen die weltbesten Controller-Settings von Tini. So, meine Freunde, da sind wir auch schon jetzt hier in Fortnite angekommen und ihr seht es schon, ich habe die ganzen Controller-Settings jetzt einmal komplett von Tini übernommen. Also wenn ihr meine eigenen Settings kennt, dann wisst ihr, dass die jetzt hier wirklich komplett anders sind. Also erkennt man direkt hier auf den ersten Blick. Und ich zeige euch einmal generell, was er für Settings spielt und ich glaube, das hier oben können wir alles überspringen. Also das Entscheidende ist da hier jetzt die Empfindlichkeit. Und ihr seht hier, im Baumodus spielt er 2,5 und im Bearbeiten 2,2. Ich muss ehrlich sagen, ich habe solche Settings noch nie gesehen. Also die sind wirklich extrem außergewöhnlich. Aber er spielt die halt so. Keine Ahnung. Funktioniert ja anscheinend mit den Settings, wenn der dritte in FNCS wird. Auf jeden Fall 2,5 im Born, 2,2 im Meditieren und Umsehgeschwindigkeit, horizontal und vertikal. Spielt der 34 und 37, das ist schon sehr, sehr gering, muss ich sagen. Also ich selber spiele ja sowas um 43 drumherum, also so 43, 44 spiele ich ja normalerweise immer. Und er spielt halt 34, 37, was auf jeden Fall, wie ich finde, sehr niedrig ist. Was mir auch übrigens auffällt, werdet ihr auch gleich sehen, also seht ihr auch schon hier, er spielt immer beides unterschiedlich hoch. Also hier seht ihr im Born-Modus spielt er 2,5 und 2,2 und hier in der Umsehgeschwindigkeit spielt er 34, 37, also das ist immer unterschiedlich hoch und nicht immer beides gleich. Und dann auch hier in der Zielvisierempfindlichkeit seht ihr, spielt er 14, 18. Also auf jeden Fall, keine Ahnung, warum er das so macht. Anscheinend kommt er damit gut klar. Und dann hat er hier noch eine Schubverzögerung drin. Warum er das drin hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das könnte man eigentlich auch auf 0 machen, weil es keinen Unterschied macht, weil er den horizontalen und vertikalen Schub eh aus hat. Aber er hat das auf 15 und ich habe, wie gesagt, ja hier alles 1 zu 1 übernommen. Deswegen auf jeden Fall das auch drin. Und ich glaube, das, was jetzt den größten Unterschied machen wird, ist, dass er exponentiell spielt. Also Jungs, ihr wisst ja, ich bin normalerweise immer linear. Und er spielt halt exponentiell, das heißt, ich werde jetzt auch das erste Mal exponentiell spielen. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall was werden, weil ich bin halt damit noch gar nicht eingespielt und ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt so richtig. Deswegen gucken wir einfach mal, wie ich damit klarkomme. Habe ich natürlich dann aber auch eingestellt und dann halt hier noch so ein paar Kleinigkeiten. Er hat Todzone auf 13 und auf 11, was auch schon, wie ich finde, relativ hoch ist. Aber hat er anscheinend so, ich spiele ja beides normalerweise 8. Und Fußcontroller hat er an, warum auch immer. Und die beiden hat er auch an. Also ja, die Settings sind auf jeden Fall, wie ich finde, sehr, sehr außergewöhnlich. Ich habe echt noch nicht oft solche Settings gesehen. Aber ja, wir gucken einfach mal. Ich mache mal hier auf Anwenden. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich versuche jetzt einfach mal zu freebuilden. Und jetzt hier so direkt vom ersten Gefühl vom Umsehen her, fühlt sich schon mal nicht verkehrt an, muss ich sagen. Also fühlt sich relativ normal an. So wie immer eigentlich. Also fühlt sich nicht an wie exponentiell irgendwie. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt richtig in Ingame reingehen, übrigens, was wir jetzt vorhaben, ich erkläre einmal. Und zwar freebuild ich jetzt einmal ganz kurz, damit ich erstmal Gefühl für die Settings bekomme, weil ich habe die ja vorher noch nicht gespielt. Und danach gehen wir gleich einmal ranked rein. Und spielen da auch. Und ja, Bray, Alter. Okay. Ich fange mal an zu freebuilden. Und hä, Digga? Ich schwöre. Okay, doch, das sah jetzt zum Beispiel komisch aus. Erst sah das gar nicht so aus, als ob ich exponentiell spiele, ehrlich. Aber jetzt gerade hat man das kurz gesehen. Hä, aber ich schwöre, es geht jetzt so. Also fühlt sich auf jeden Fall deutlich komischer an als meine eigene Sense. Aber, hä, das geht komplett fit, finde ich. Okay. Ja, okay, die Edits funktionieren nicht so gut, wie ich die sonst machen würde. Aber hey, Jungs, guck mal ehrlich. Also wenn ich hier jetzt so freebuilde, natürlich, ich merke richtig, also nicht richtig krass, aber schon so, dass es exponentiell ist und nicht linear. Ich glaube, das sieht man auch so leicht, wenn ihr mal ein bisschen drauf achtet beim Meditieren. Ich ziehe so mehr nach links und rechts, weil die Geschwindigkeit halt unterschiedlich ist, also durch exponentiell und linear. Aber ansonsten sieht das eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Also sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich muss halt wirklich jetzt erstmal Gefühl kriegen für die Sense. Aber so an sich, entweder choke ich da jetzt hier noch die Edits, aber an sich ist okay, Alter. Ehrlich. Hätte ich nicht gedacht, weil die Settings sind schon wirklich sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Aber es geht fit, es ist okay.
Ja, guck, hier ein paar, also wirklich ein paar Edits kriege ich einfach nicht hin, weil das Gefühl halt komplett anders ist mit exponentiell als mit linear. Ich glaube, das macht den größten Unterschied und nicht die Sense an sich. 6,5 Stunden später. Okay, meine Freunde, ich habe jetzt hier ein bisschen gefeebelt. Ich habe jetzt langsam ein bisschen Gefühl bekommen für die Sense. Also ich kriege es immer noch nicht perfekt hin. Und ihr seht auch, man merkt richtig, dass es exponentiell ist und nicht linear. Habe ich jetzt sogar schon 20 Mal erwähnt. Aber man sieht das wirklich krass, wie ich finde. Und man spürt das halt auch, wenn ihr selber linear spielt, wechselt man auf exponentiell. Der Unterschied ist wirklich krass, wenn man selber spielt. Aber ja, so einigermaßen habe ich mich jetzt mit den Settings eingespielt. Ihr seht, ich krieg so einen Großteil der Edits hin und komme auch einigermaßen klar. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt in Ranked rein und ich schaue einfach mal, wie mein Aim ist, weil ich denke mal, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, was Settings angeht. Und ja, meine Freunde, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die erste Rank-Runde. Okay, Runde Nummer 1, meine Freunde. Wir landen hier direkt Mega City und nein, wir landen brutal. Und Jungs, ich sage euch so, wie es ist. Ich bin echt gespannt, wirklich, ohne Spaß. Ich bin gespannt, ob ich mit diesen Settings klarkomme, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe mich mittlerweile schon so an linear gewöhnt und ich habe noch nie exponentiell gespielt und ich, also es kann echt sein, dass ich nicht einen Schuss treffe. Und das hoffen wir mal nicht, aber ich gucke einfach mal. Wir landen jetzt brutal und ich versuche mal zu klären, okay, Jungs? Heidi. Okay, wir haben Revolver, wir können uns direkt beweisen. Ne, können wir gar nicht. Doch, können wir. Ne, können wir doch nicht. Egal, ich loot erstmal auf süß und dann gehe ich gleich rein. Okay, egal, ich habe zwar noch keine Havoc gefunden. Ah, doch, da ist die Havoc. Okay, da können wir auch direkt reingehen damit. Weil ich habe hier irgendwo einen Gegner gehört. Ich weiß zwar nicht wo, aber ich suche den jetzt mal. Da ist er. Jawohl. Bullbox. Bruder, das war ja tot easy, ne? Wow! Hier kommt noch einer. Oh mein Gott, was ist das denn? Nein. Okay, das war jetzt noch nicht so gut. Aber getroffen. Was das zählt. Hä? Wo ist er denn? Oh mein Gott, Digga. Hä? Ich habe gar nichts verstanden gerade. Okay. Na, alles gut, ich nehme mit. Aber das reicht mir noch nicht. Ich kann mich noch nicht beweisen hier genug mit den Settings. Ich muss mal weitergehen. Bisher das Gefühl mit den Settings, muss ich sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt. Aber das war ja, glaube ich, klar. Aber so, mein Aim sitzt und Bauen editieren ist ein bisschen komisch noch. Aber sonst geht eigentlich fit. Solange ich ihn nicht komplett auf die Schnauze bekomme, ist für mich alles in Ordnung. Merry Christmas, Motherfucker. What? Oh mein Gott, Digga. Hey, er hat Falle gebaut hier, Alter. Hä? Willst du dich verarschen, Alter? Wie viel Mühe hat der sich denn gegeben? Und er hatte nicht mehr Fullleben. Was ist denn los bei ihm, Bruder? Also so viele Lobbys muss man haben, ne? Er baut einfach eine Falle hier. Und ich bin dumm und fall darauf rein, obwohl es so offensichtlich ist, Alter. Egal, okay, der wollte sich auch bei mir anlegen, hat's auf die Schnauze bekommen. Das passiert, wenn man sich für Big Rubiks anlegt. Und die anderen hier kriegen jetzt auch, was sie verdienen. Und mit dem fangen wir an. Hallo? Hä? Hä? Digga, da ist ein Schuss connected von 45 Schüssen, ne? Digga, ist die Sense komisch, ne? Wo ist der? Ich verstehe nichts, ne? Wirklich, das ist so krass. Hier sind 5 Leute oder so. Er hat einfach Angst. Oh mein... Ey. Wirklich, was spiele ich hier? Hier sind 5 Leute und die fallen alle nicht. Digga, also wirklich, ne, ich will hier doch nur feinen und die haben alle keine Lust zu feinen oder so. Egal, ich nehme mich ganz schnell und dann gehe ich wieder rein. Ey, GG's, Bro. Ja, Mann. Ja, yeah! Ey, okay, Jungs, das, was gerade passiert ist, wir vergessen das einfach, okay? Weil kann mal passieren, Digga, dass man so auf die Schnauze bekommt. Aber, ey, was soll ich machen? Auf jeden Fall, ich gebe dem Ganzen jetzt noch eine Chance, einmal noch mit den Settings spielen. Und wir gucken einfach mal, ob jetzt vielleicht ein bisschen mehr drin ist, sage ich mal. Und statt dafür jetzt mal nicht brutal, sondern Mega City, weil wir wollen ja auch Kills machen. Und ja, halbe Welt kommt wie immer mit, das ist ja auch normal hier. Aber habe ich nichts gegen, sage ich euch ehrlich. Okay, schaut jetzt. Aim aus der Luft. Oh mein Gott, Digga. Easy, okay, ersten haben wir. Der hatte ich mal den Boden gesehen, so ein Ding. Okay, Stabilität. Ich loote jetzt erstmal wieder schön entspannt und dann direkt weiter. Und der Bruder, der schaut mir gerade zu. Wir machen einmal den hier. Schau. Ja. By the way, meine Freunde, während ich hier gerade so am Looten bin, ne? Ihr könnt mir mal sehr gerne auf Instagram folgen, weil da bin ich in letzter Zeit sehr aktiv. Ich mache da aktiv Stories und so. Deswegen, falls ihr ein bisschen so Privatleben von mir sehen wollt. Natürlich ohne Gesicht, weil ihr wisst, ich zeige mich nicht. Aber falls ihr sehen wollt, dann seid mal auf Instagram start. Okay, hier sind Gegner, die fight ich jetzt. Ach so, Digga. Ey. Was bleibt da jetzt so stehen? Ist der dick oder so? Was macht er da jetzt?
Ja, meine Freunde, was soll ich euch sagen? Ich habe mir jetzt nicht noch eine Runde angetan, sage ich euch so, wie es ist. Also, wir haben jetzt einmal ein bisschen so Einblick gesehen, wie ich so mit den Settings klarkomme. Und ich muss ehrlich sagen, so das Bauen und das Editieren geht eigentlich einigermaßen fit. Das Editieren eher weniger. Das Bauen aber bin ich komplett zufrieden mit. Aber das Einzige, was mich wirklich sehr stört, also was mich sehr stört, ist exponentiell. Also, ich komme mit exponentiell einfach nicht so gut klar. Ich glaube, dafür braucht man mehr Zeit als jetzt hier vielleicht eine Stunde oder so, wie lange ich hier jetzt spiele, um sich daran zu gewöhnen. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt nicht in noch eine Runde rein, weil wir haben jetzt genug Einblick gesehen. Und ja, was ich den Settings von 1 bis 10 oder sagen wir mal von 1 bis 5 Sternen geben würde, ist eine 3. Also die Settings sind jetzt nicht komplett schlecht. Hätte ich schlechter erwartet, also dass ich schlechter mit denen klarkomme. Aber die waren jetzt auch nicht komplett krass. Die waren so mittelmäßig, muss ich sagen. Also exponentiell ist auf jeden Fall nicht so meins. Und daran merkt ihr, meine Freunde, auch wenn Tini jetzt dritter Platz in FNCS geworden ist und extrem krass mit diesen Controller-Settings ist, heißt es nicht, dass ich auch oder dass ihr auch, wenn ihr diese Settings übernimmt, genauso krass sein werdet wie er. Das geht halt einfach gar nicht. Settings sind nämlich nicht alles. Und ja, ich werde diese Settings auf jeden Fall jetzt nicht weiterspielen. Ich werde wieder zurück zu meinen alten Settings gehen. Und ja, meine Freunde, damit würde ich sagen, können wir das Video auf jeden Fall hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wir haben die Settings hier ein bisschen ausgetestet. Wenn dem so ist, wenn ich euch ein bisschen unterhalten konnte, auf jeden Fall nicht vergessen, ein Abo dazulassen. Ich zeige einen Daumen nach oben. Das natürlich auch nicht vergessen, Jungs, einen Daumen nach oben da lassen. Und natürlich auch den Kanal abonnieren, meine Freunde. Würde mich sehr freuen, zu supporten. Ihr wisst, ich versuche jetzt hier wieder aktiver alle 2 bis 3 Tage ein Video hochzuladen. Deswegen supportet rein, abonniert, Glocke aktivieren. Und was ich gerade erwähnt habe, checkt auf jeden Fall Insta, meine Freunde. Da bin ich jetzt in letzter Zeit sehr aktiv gewesen. Und ich versuche da auf jeden Fall weiterhin aktiv zu sein. Und wenn ihr da auf jeden Fall auch vorbeikommt, würde mich das auch sehr freuen. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Haut rein, danke fürs Zuschauen und ciao.